Leute, heute gehen wir mal Kurven jagen. Ja, was heißt jagen? Ich versuche einfach mal meine Kurventechnik ein bisschen zu bessern, weil ich sonst meine Alltagsrouten fahre quasi. Wollte ich einfach mal meine Kurvenlage verbessern. Es gibt nichts Besseres als bei den Gradzahlen im Winter Kurven üben zu probieren. Vor allem, weil das Gummi auch so schön warm wird. Nicht wahr? Also es sind 12 Grad. Ich kann meine Sommerhandschuhe anziehen. Also soll der Reifen auch ein bisschen auf Temperatur kommen, hoffe ich. Dass es vielleicht nicht ganz Horror wird. Das meine ich jetzt hier mit nicht mit Kurven üben. Aber hier bin ich schon mal lang gefahren und ich weiß, dass hier richtig gute Kurven sein können. Deswegen. Das ist auch witzig. Deswegen fahren wir jetzt mal Fettkurven. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin schon ewig keine Kurven mehr gefahren. Also so richtig. Gestern bin ich ein bisschen. Aber auch nicht so krass. Die Sonne geht auch bald unter, deswegen muss ich mich ein bisschen mal beeilen. Eine 30er-Zone oder was? Ich bin doch auch letztes Mal lang gefahren. Was habe ich denn anders gemacht letztes Mal? Ich raff's nicht. Eigentlich wollte ich Kurven fahren gehen. Okay, da hinten sind auch Berge, also müssen hier irgendwo Kurven sein, wenn ich mich nicht irre. Ich sage euch, bis ich Kurven gefunden habe. Das Video 50 Minuten lang. Da sieht es nicht so nach Kurven aus. Mann, hier bin ich letztes Mal irgendwo lang gefahren. Das weiß ich nicht. Irgendwie bin ich da auch hintergekommen hier. Hier rüber. Das sieht man hier nicht so nah. Café, sieht aus wie ein Club mehr oder weniger. Das gibt's doch nicht. Ich suche eine bestimmte Straße, Leute. Und die bringt mich direkt Kaiserslautern. Edenburg. Okay, darf ich langfahren? Das ist schon mal gut. Ich habe keine Ahnung. Hier stand noch kein Schild, also fahre ich mal 50. Ich will nämlich dahinter. So, und da hinten irgendwo sind nämlich geile Kurven und die suchen wir. Ja, besser ist es. Oder ich finde sie halt einfach gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Oder kommt schon Motorradfahrer. Boah, das Ding hätte ich jetzt auch gerne. Das ist ein Biest. Ach nö, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich komme voll von der falschen Seite. Ja, die Kurvenstrecke meine ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Naja, scheißegal. Wird schon. Das Zeichen wollen wir doch sehen. Ah. Oh Gott. Oh, ist das ein Klopper. Oh. Ey, ich sag euch, Kniestreifen gleich oder was? Die Straße war schon mal heftig. Ja Leute, ich sag euch, ich komme nie wieder zurück. Ich weiß halt auch echt nicht, wo wir sind. Aber es kommen auf jeden Fall ein paar Motorradfahrer her. Also glaube ich, sollte schon mal ein gutes Zeichen sein. Sieht ja auch einfach schön aus. Ich war hier hinten noch nie.
Das könnt ihr mir glauben, ich war hier noch nie. Wie gesagt, auf dem Kanal soll es halt auch mal um Motorradfahren gehen. Es braucht nicht jedes Video ein Thema oder manche Themen entstehen auch einfach so. Aber es braucht nicht jedes Video direkt ein Thema. Es geht ja eigentlich hauptsächlich ums Motorradfahren. Und es haben ja auch viele unter anderem Videos kommentiert, dass sie mehr Motorradvideos sehen wollen, ohne Thema oder so. Und deswegen mal gucken, was einfach passiert. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ist mal ein paar Kurven zu fahren. Das Ding sieht krass kurvig aus. Okay, dann fahren wir den mal. Die Straße. Ey, ist das geil! Sind das Straßen? Schon, fahr mal. Oh, man muss schon echt sagen, die Straßen sind ein Traum. So, jetzt fahren wir die ganze Kiste mal wieder zurück. Boah, ey. Wir sind beim Kurvenjagen stehen geblieben. Also reißen wir die jetzt auch ab. Es ist kein Auto vor uns oder hinter uns. Also können wir jetzt gut oben fahren. Alter, ne Panni! Alter. Ey Leute, wenn ihr dieses Motorrad nicht kennt, das Ding ist so geil. Egal, hier schon lang fährt, dann muss es ja heißen, dass die Kurven gut sind. Gut, war vielleicht nicht der beste Moment, aber wir durften noch. Boah, jetzt wieder die ganz enge Kurve. Downshift. Und Dorf. Also die Strecke ist so krass. Ey, die macht so eine Laune, diese Strecke. Junge. Also die Strecke, ey, die werde ich öfter fahren. Könnte meine Hausstrecke werden. Also die ist krass, vor allem, dass du da mit 100 lang fahren darfst. Das ist allein schon echt Hammer. Die Strecken, wo ich nämlich immer lang gefahren bin, da durftest du es nämlich nicht. Das ist schon echt krass. Ja, die Sonne wird halt leider einfach geht zu Ende und da wollte ich jetzt nicht so Kurven ballern. Im Dunkeln. Einfach aus dem Grund, weil du dann nicht siehst, was vor dir liegt. Und du kannst die Kurven halt einfach nicht so gut anschauen. Auf jeden Fall, was du hier an Kurven fahren kannst, ist echt heftig. Dieses Zeichen ist auch wieder so gut. Ich liebe dieses Zeichen, aber es ist halt leider einfach Ortschaft. Nee, nicht nur. Alter. Junge, was waren das denn für Kurven?
Ja, ich glaube, die sind mir vorhin auch schon gefahren. Aber Alter. Also man kann mit einer 125er auch echt Spaß haben. Also es ist auf jeden Fall nicht langsam, das Teil hier. Das ist auch der Grund, warum ich mir einen Supersportler geholt habe, weil du viel mehr Gefühl fürs Vorderrad hast. Weil du halt mehr auf diesem Vorderrad liegst. So Leute, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Das waren genug Kurven, auch wenn die echt richtig geil waren. Damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.